Am 10. April 1815 kommt es in Indonesien zu einem folgenschweren Vulkanausbruch. Die Eruption von Tabora war eine der größten Eruptionen in den letzten 1000 Jahren. Vor Ort sterben etwa 100.000 Menschen, so viele wie nie zuvor durch einen Vulkan. Doch das ist nur der Anfang. Die Eruption löst einen weltweiten Klimawandel aus. Auf der Nordhalbkugel verursachen Regen und Kälte dramatische Missernten. Eine Hungersnot grassiert in weiten Teilen Europas. Wer kann, versucht auszuwandern. Wer bleibt, kämpft ums Überleben oder rebelliert. Nach dem Tambora-Ausbruch haben die Behörden in Europa hart durchgegriffen. Doch gegen einen Feind sind alle machtlos. Es gab ganz schreckliche Seuchen. Da sind Hunderttausende von Menschen gestorben. Das Wetterchaos führt zur weltweiten Ausbreitung eines gefährlichen Krankheitserregers. Die Cholera wird zur Pest des 19. Jahrhunderts. Die Epidemie gerät völlig außer Kontrolle. Wie konnte ein einziger Vulkan am anderen Ende der Welt Unruhen, Aufstände und so viel Tod und Leid auslösen? Die Nachwehen der Klimaveränderung dauern Generationen. Sie prägen die industrielle Revolution und führen in vielen Ländern zu einem politischen Richtungswechsel. 200 Jahre nach seinem Ausbruch ermitteln erstmals Historiker, Geowissenschaftler, Klimaforscher und Genetiker gemeinsam, wie dieser Vulkan die Welt verändert hat. London. In der britischen Hauptstadt ist Umwelthistoriker Gillon Darcy Wood von der Universität Illinois den globalen Folgen des Tambora-Ausbruchs auf der Spur. Seine Mission? Genau zu entschlüsseln, wie diese Naturkatastrophe in verschiedenen Weltregionen das 19. Jahrhundert geprägt hat. Die Tate Gallery beherbergt die größte Sammlung britischer Kunst aus jener Zeit. Hier sind auch Bilder des berühmten romantischen Landschaftsmalers John Constable ausgestellt. Mit seinen Wolkendarstellungen wurde er zu einem wichtigen Chronisten einer globalen Wetterkatastrophe, die dem Ausbruch des Tambora folgte. Constable sieht sich als eine Art Wissenschaftler des Himmels, einen malenden Meteorologen. In der Geschichte der europäischen Landschaftsmalerei hatten Himmel und Horizont vorher vor allem dekorative Funktion. Constables Stil spiegelt den Ausbruch des Tambora insofern wider, als die 1810er Jahre das Wolken- und niederschlagsreichste Jahrzehnt des Jahrtausends sind. Was die Menschen in Europa damals noch nicht ahnen, die Ursache ihres Elends liegt auf der anderen Seite der Erde. Auf der indonesischen Insel Sumbawa, der Vulkan Tambora. 200 Jahre nach seinem verheerenden Ausbruch sind die Flanken des Vulkans von einem Urwald überzogen. Der Kraterrand liegt heute auf 2850 Metern Höhe und lässt kaum die Wucht erahnen, die einst von diesem Punkt der Erde ausging. In Sichtweite des Vulkans ist der Geologe Ralf Gertesser von der britischen Kiel-Universität auf Spurensuche. Der gebürtige Freiburger beschäftigt sich seit vielen Jahren mit dem Tambora und ist einer von ganz wenigen Experten, die vor Ort forschen. Sein Ziel? Er möchte den Ablauf und auch das Ausmaß der Eruption genau rekonstruieren. Mit diesem Entfernungsmesser kann ich die Höhe der Wand abmessen. Die Wand wird gebildet von pyroklastischen Stromablagerungen der Tambora-Eruption von 1815. Und wir haben hier in etwa 9 Meter an Ablagerung. Diese Unmengen an Material stammen von einem Berg, der einst über 4000 Meter hoch war. Einer der größten Erhebungen Indonesiens. Der Vulkan war jahrhundertelang ruhig geblieben, bevor er 1815 plötzlich erwachte.
Niemand ahnte damals, dass der Tambora in nur wenigen Tagen das Schicksal der Bewohner Sumbawas besiegeln würde. 200 Jahre später suchen Archäologen nach Spuren dieser Menschen. Es gibt schon länger Hinweise, dass hier einst ein untergegangenes Volk gelebt hat. Archäologen sprechen bereits vom Pompeji des Ostens, weil hier ähnlich wie bei der antiken römischen Stadt eine ganze Siedlung von einer heißen Aschenlawine überrascht wurde. Unter dieser Asche könnte das Leben der Menschen wie in Pompeji eingefroren sein. In den letzten Jahren wurden bei den Ausgrabungen bereits 4 Gebäude entdeckt. Es ist ein archäologisches Großprojekt, das noch am Anfang steht. Wir wollen die Kultur von Tambora erforschen. Dafür haben wir im Vorfeld insgesamt 8 Hektar an diesem Hang untersucht, um eine geeignete Stelle für unsere Ausgrabung zu finden. Wir haben dabei festgestellt, dass sich hier wohl 86 Gebäude befanden. Es stand hier also einmal ein Dorf, vermutlich ein recht großes Dorf. Hamburg. Wissenschaftler am Max-Planck-Institut für Meteorologie haben die Folgen des Tambora-Ausbruchs im Computer simuliert. Ihr Ziel? Mit modernen naturwissenschaftlichen Methoden herauszufinden, in welchen Regionen der Welt sich damals Temperaturen und Niederschläge wie stark verändert haben. Verschiedene Szenarien wurden berechnet. In fast allen zeigen sich schwere Störungen der weltweiten Wettersysteme. Ein Vulkan ist praktisch ein Hammer auf das Erdsystem. Einmal haut man drauf und dann passiert was. Und der Tambora ist im Vergleich zu den letzten Vulkaneruptionen ein relativ großer Hammer. Das Deutsche Klimarechenzentrum führt die Simulationen für die Forscher durch. Mit Hilfe eines Supercomputers, der ein ganzes Stockwerk füllt, werden Prozesse der Erdatmosphäre vom Boden bis in große Höhen berechnet. Modelle, die sonst nur für den Blick in die Zukunft herangezogen werden, zeigen nun, wie der Ausbruch 1815 das Weltklima beeinflusst haben könnte. Entscheidend für solche Berechnungen sind der Ausbruchsort, der Zeitpunkt, die Dauer der Eruption, die Menge an Schwefelgasen und in welche Höhe sie geschleudert werden. Im Falle des Tambora gelangten mindestens 60 Millionen Tonnen Schwefeldioxid bis in die Stratosphäre in über 20 Kilometern Höhe. Höhenwinde verteilten den Schleier fast um den gesamten Planeten. In vielen Regionen sanken die mittleren Jahrestemperaturen stark ab. Ob diese Berechnungen der Klimaforscher mit der damaligen Realität übereinstimmen, möchte Gillen Darcy Wood in der British Library überprüfen. Er stößt auf eine Quelle, die völlig neues Licht auf die Folgen des Tambora-Ausbruchs wirft. Sie beginnen in einer Region, die die Forschung bisher kaum im Blick hatte. Bengalen in Nordostindien. Es ist ein medizinisches Buch des britischen Arztes James Jameson. Er soll im Auftrag der britischen Regierung über Choleraausbrüche berichten, die sich in der Region häufen. Doch seine Aufzeichnungen beginnen mit rund 80 Seiten detaillierter Wetterprotokolle. Die akribischste Beschreibung der Folgen des Tambora-Ausbruchs, die den Historikern heute vorliegt. Jamesons Aufzeichnungen zeigen klar, ab 1816 gerät der für Indien typische und lebenswichtige Wechsel von Trocken- und Monsunzeit vollkommen durcheinander. James Jameson notiert. Die abweichende Witterung während der letzten Jahre in diesem Teil von Bengalen war so auffallend, dass überall davon gesprochen wurde. Am Ende des Mais war die Hitze ungewöhnlich groß und manche Personen, sowohl Europäer als Inder, fielen tot in den Straßen nieder. In den westlichen Teilen der Provinz Bengalen trockneten die Flüsse aus. Sein Interesse galt der Meteorologie, der Medizin, dem Gesundheitswesen und in diesem Fall der menschlichen Tragödie. Er sah sich als Zeitzeuge, dessen Aufgabe es war, all diese Dinge schriftlich festzuhalten. Mai 1816. In dieser Jahreszeit bringen starke Monsunwinde vom Meer sonst täglich schwere Regenfälle. Doch in diesem Jahr ist noch kein Tropfen gefallen. Das Land ächzt unter einer schweren Dürre. Der Grund? Es ist kühler als sonst.
Der Temperaturunterschied zwischen Meer und Land ist zu gering, um feuchte Luft vom Meer her anzusaugen. Die Felder sind knochentrocken. Der armen Landbevölkerung droht eine schwere Missernte. Schließlich die Wende. Ende August, 3 Monate später als sonst, bringt der Wind doch noch die ersehnten Niederschläge. Doch die sind selbst für indische Verhältnisse verheerend. Alle Flüsse treten über die Ufer. Wertvolle Ackerflächen werden fortgespült. Über einen Zeitraum von 2 Jahren halten diese Wetterturbulenzen an. James Jameson dokumentiert sie akribisch und wird so zum wichtigsten Chronisten der tiefgreifendsten Störungen des Monsunsystems seit Menschengedenken. Es ist schon fast eine heldenhafte Leistung, dass es Jameson gelingt, innezuhalten und in den Ereignissen eine tiefere Ursache zu erkennen. Er beobachtet, sammelt Daten und entwickelt daraus in einem humanistischen Ansatz ein Gesamtbild der Situation dieser Jahre, das sonst in Vergessenheit geraten wäre. In Bengalen bereitete das chaotische Wetter besonders starken Choleraausbrüchen den Boden, die bald weltweit Geschichte schreiben sollten. Im nährstoffreichen Brackwasser der flachen Küste leben seit jeher Cholera-Bakterien als natürlicher Teil des Ökosystems. Während des Monsuns spülen die vielen Flüsse der Region große Mengen Nährstoffe ins Wasser. An der Wasseroberfläche bilden sich Planktonteppiche. Ab 1816 führt ein nie dagewesener Wechsel von ungewöhnlich langen Trocken- und Regenphasen dazu, dass sich das Plankton und damit auch Cholera-Bakterien explosionsartig vermehren. Aufgrund der hohen Konzentration und besonders weiten Verbreitung der Erreger infizieren sich mehr Menschen als je zuvor. Innerhalb weniger Tage führt die Krankheit zu einem lebensbedrohlichen Flüssigkeitsverlust und oft zum Tod. James Jameson notiert. Bald breitete sie sich in jeder Richtung aus. Auf diesem Gebiet von mehreren tausend Meilen ließ sie nur wenige Städte oder größere Dörfer ganz verschont. Alte und Junge, Europäer und Inder, Soldaten und Trossleute fielen alle auf gleiche Weise in wenigen Stunden unter ihrer Gewalt. Die klassischen Stufen zum Ufer des Ganges waren voll von Grabfeuern, die praktisch Tag und Nacht brannten. Wir haben viele makabere und fast angsteinflößende Beschreibungen, wie die Toten am Ufer verbrannt wurden und wie Leichen im Wasser schwappten. Es waren Szenen einer menschlichen Tragödie, die über Bengalen einstürzten. Es war eine Epidemie, die vollkommen außer Kontrolle geriet. Ralf Gertesser macht sich auf den Weg zum Tambora. Nur mit dem Helikopter kann man überhaupt das Innere des tiefen Kraters erreichen. Der Blick auf Sumbawa zeigt heute ein tropisches Paradies. Regenwald, Korallenriffe. Doch über allem thront der gefährliche Berg. Auf dem Kraterrand war der Vulkanologe schon einmal, nach einem mehrtägigen Fußmarsch. Aber er weiß, kein Weg führt hinab in diese riesige Caldera. Für Gertesser ist es ein lang gehegter Traum, einmal dort unten zu stehen. Schließlich die Landung am Kraterboden, wo so gut wie niemand je seinen Fuß hingesetzt hat. Es bleibt nur wenig Zeit, denn der Helikopterpilot wagt es nicht, den Motor abzustellen. Falls er nicht mehr anspringt, sind sie abgeschnitten. Denn aus der Caldera können sie keine Hilfe rufen. Gertesser läuft zum Fuße der Caldera-Wand, um dort seine Messungen vorzunehmen. Denn hier zeigt sich, welche Urgewalt immer noch nah unter der Oberfläche schlummert.
Jetzt hier in der Caldera zu stehen, ist Wahnsinn, in einem der berühmtesten Vulkane überhaupt. Ich glaube, es gibt sehr wenige vulkanische Gebiete, die annähernd so spektakulär sind wie Tambora und diese klassische große Caldera des 1815-Ausbruchs. Wir sind zum Rand der Caldera gelaufen, wo wir vulkanische Gase sehen, die hier austreten, was uns anzeigt, dass der Vulkan nach wie vor sehr aktiv ist. Die Gase bestehen hauptsächlich aus Wasserdampf, aber man kann auch sehen, dass um die Gasaustrittsstellen herum elementarer Schwefel sich bildet. Ein magmatisches Gas, das von einem noch aktiven Magmareservoir innerhalb des Vulkans herrührt. Der Rand des Vulkans liegt heute auf knapp 3000 Metern Höhe. Das bedeutet, dass der Berg rund 1200 Meter, also ein Drittel seiner Höhe, durch die gewaltige Eruption verloren hat. Bei dieser unvorstellbaren Explosion wurde die ganze Insel verwüstet und unter meterdicken Ablagerungen begraben. Doch warum plötzlich eine solch gigantische Eruption entstanden ist und ob dies demnächst wieder passieren kann, ist völlig unklar. Wegen seiner abgeschiedenen Lage haben Vulkanologen den Tambora bisher kaum erforscht. Jetzt möchte Ralf Gertesser endlich die Geschichte des Vulkans verstehen und nutzt dabei Gesteinsproben aus den verschiedenen Schichten. In diesen Ablagerungen kann er lesen wie in einem Buch. Von den Proben von den 1815 Ablagerungen können wir sehr viel über die Prozesse innerhalb des Vulkans lernen, bevor der Vulkan ausbrach im Jahre 1815. Zum Beispiel können wir durch Analyse dieser Proben feststellen, wie tief die Magmakammer saß, wo das Magma saß vor der Eruption, wie lange das Magma in einer Magmakammer und innerhalb des Tambora saß, bevor es zur Eruption kam. Und wir können auch durch verschiedene Analysemethoden den Gasgehalt der Magmen bestimmen und wie viel Schwefelgas zum Beispiel während der Eruption freigesetzt wurde. An der Universität Berkeley in Kalifornien analysiert Gertessers Kollege Stephen Self Proben des Tambora-Materials. Schon kleinste Gesteinspartikel erlauben es zu ermitteln, wie alt der Berg ist und welche chemische Zusammensetzung das Magma beim Ausbruch hatte. Die Experten wissen, entscheidend für die langfristigen Folgen ist, welche Art von Magma sich unter einem Vulkan sammelt und schließlich an die Oberfläche dringt. Besonders wichtig im Falle des Tambora, wie viel Schwefel im Magma steckte. Das Magma der 1815-Eruption des Tambora hatte einen recht durchschnittlichen Schwefelanteil. Es lag bei etwa 0,06 oder 0,07%, nichts Außergewöhnliches. Aber die Menge des Magmas war gigantisch. Mehr als jede andere Eruption der jüngeren Vergangenheit. Daher war auch die Gesamtmenge des ausgestoßenen Schwefels sehr groß. April 2015. Führende Wissenschaftler unterschiedlicher Fachrichtungen, darunter auch Stephen Self und Gillan Darcy-Wood, kommen in die Schweiz, um sich über den Tambora-Ausbruch auszutauschen. Welche neuen Erkenntnisse haben Historiker? Was wissen Geologen? Und welche Folgen haben Vulkanausbrüche für das Klima? Hier gibt es seit einiger Zeit große Fortschritte. Wir verstehen den Zusammenhang zwischen Vulkanausbrüchen und Klimaänderungen heute recht gut, dank der Eruption des Pinatubo 1991. Damals erwacht auf der philippinischen Insel Luzon nach über 550 Jahren der Pinatubo zum Leben. Rund 20 Millionen Tonnen Schwefeldioxid werden freigesetzt. Es steigt, wie beim Tambora, bis in die Stratosphäre auf und lässt die Temperatur in den folgenden Monaten weltweit um rund 0,5 Grad sinken.
Es wurden Hunderte von Studien über die Pinatubo-Eruption durchgeführt. Diese Erkenntnisse hat man dann auf ältere Vulkanausbrüche wie den von Tambora angewendet. So konnten wir inzwischen ein sehr genaues Verständnis von den Klimaeffekten vulkanischer Aerosole entwickeln. Vulkanische Aerosole sind winzige Tröpfchen aus Schwefelsäure und Wasser. Sie bilden sich in der Stratosphäre aus dem Schwefelgas des Ausbruchs und reflektieren einen Teil des einfallenden Sonnenlichts, streuen den Rest und absorbieren zusätzlich noch Energie. Dadurch erreicht weniger Wärme die Erdoberfläche, die Temperaturen fallen. Erst nach mehreren Jahren sinken die Schwebeteilchen langsam zum Erdboden. Der Aerosolschleier des Tambora sorgte auch dafür, dass in diesen Jahren flammende Sonnenuntergänge und außergewöhnliche Farbspiele am Himmel zu beobachten waren. Ein Effekt, der auch den berühmtesten englischen Maler der Romantik in seinen Bann zog, William Turner. Nicht nur seine Gemälde zeugen davon. Auch in seinen Aquarellen hielt er immer wieder mit wenigen Pinselstrichen unwirklich anmutende Himmelsfarben fest. Bis hin zu Violett- und Rosatönen. So, als wolle er den Moment möglichst schnell dokumentieren. Für Gillen Darcy Wood ein weiterer Beleg für die außergewöhnlichen Wetterlagen dieser Jahre, die den Blick der Menschen immer wieder zum Himmel lenkten. Man kann diese Bilder auch als Metapher einer wachsenden Empfindsamkeit für Wandel sehen. Nicht nur in Gesellschaft und Politik, sondern im Erdsystem. In der Natur können plötzlich tiefgreifende Veränderungen auftreten. Um diese Bilder vollständig zu begreifen, muss man sie also auch als eindrucksvolle Momentaufnahmen der Begegnung mit Extremwetter und zerstörerischen Umwälzungen betrachten. Am Museum der Brotkultur in Ulm wird die Erinnerung an diese Katastrophenjahre in Süddeutschland bis heute bewahrt. Das junge Königreich Württemberg war von den Klimaturbulenzen besonders stark betroffen. Wir wissen heute, dass es 1816 eine ganz, ganz schlechte Ernte gab, aufgrund von seltsamen Wetterkapriolen. Also das Jahr ohne Sommer ist ja so sprichwörtlich in die Geschichte eingegangen. Es gab also ganz schlechtes Wetter, viel Unwetter, Gewitter und wenig Sonne und infolgedessen eine dramatische Missernte. Für die Bauern war das Frühjahr bereits extrem kalt und nass gewesen, sodass auf den Feldern zum Teil erst Ende April gesät werden konnte. Die frühen Anzeichen einer schlechten Ernte hatten einige Kaufleute erkannt und waren auf der Suche nach einem guten Geschäft von Dorf zu Dorf gezogen. Auf der Schwäbischen Alb waren die Menschen sehr fromm und zuversichtlich. Viele Bauern verkauften deshalb ihre Vorräte und glaubten an einen guten Handel. Doch es waren die Kaufleute, die profitierten. Der Wert ihrer Ware sollte sich in den kommenden Monaten vervielfachen. Sie wurden reich, sehr reich und bei der Bevölkerung verhasst Kornwucherer genannt. Das Ganze ist 200 Jahre her, das heißt, da haben wir eine gute Dokumentenlage. Zum Beispiel haben wir hier in der Ausstellung einen städtnerschen Schraubtaler und darin in Miniaturform Bilder und Texte, die eben diese Hungersnot beschreiben. Und man sieht vor allem fast auf jedem Bild eben diese dramatische Himmelssituation, Gewitter und ein unglaublich dunkler Himmel. Also das hat die Menschen sehr, sehr beeindruckt. Diese Klimaveränderung, dieses unverständlich komische Wetter, was man so auch noch nicht erlebt hat. Sommer 1816, in der Nähe des Genfer Sees. Ein junges britisches Paar, beide angehende Literaten, ist der Insel entflohen und stattet seinem Bekannten, Lord Byron, einen Besuch ab. Doch ihre Ausflüge ins Grüne werden von einer ungewöhnlichen Kälte durchkreuzt. Die Engländer sind direkt in das Epizentrum der europaweiten Schlechtwetterperiode geraten. In der Ostschweiz kommt es zu einem kompletten Ernteausfall. Die Folge?
Bauern verlassen die kargen Bergregionen und ziehen verzweifelt durchs Land auf der Suche nach etwas Essbarem. Lord Byron führt seinen Besuch schnell in Sicherheit, bevor aufdringliche Bettler oder der nächste Sturm sie festsetzen. Dieser Sommer ist ein einziges Grauen. Ein fast ununterbrochener Regen fesselt uns ans Haus. Die Gewitter, die uns heimsuchen, sind gewaltiger und schrecklicher, als ich es je erlebt habe. Diese Aufzeichnungen stammen von der erst 18-jährigen Mary Goodwin, die später unter dem Namen Mary Shelley berühmt werden sollte. In diesen Tagen legt die junge Autorin den Grundstein für ein literarisches Werk, das die Geburtsstunde der modernen Horrorliteratur markiert. Es ist die Geschichte von einem Wissenschaftler, der in einer stürmischen Nacht ein Monster erschafft. Frankenstein. Den wahren Horror dieser Monate erleben aber die Menschen, die nicht so vermögend sind. In der Schweiz, Frankreich und Süddeutschland spitzt sich die Situation immer weiter zu. Arbeit treibt ihr da, ihr Hühnerdiebe! Wartet! Weil die Ernte ausfällt, stehlen die Menschen aus lauter Verzweiflung. Regelmäßige Mahlzeiten gibt es für viele schon lange nicht mehr. Durch die Mangelernährung schwinden die Abwehrkräfte der Menschen. Sie sind vollkommen ausgezehrt. In Mitteleuropa sind Hunderttausende betroffen. Es waren über 50% der Haushalte, die wirklich arm waren und Hunger gelitten haben. Und das ist ja natürlich schon sehr, sehr, sehr viel. Und es sind auch Menschen gestorben. Also es ist schon so, dass Menschen verhungert sind. Es gab dann in der Folge der Hungersnot auch ganz schreckliche Seuchen. Und daran sind natürlich auch Hunderttausende von Menschen gestorben. Die Spur des Tambora führt sogar bis nach Philadelphia, Millionenmetropole an der Ostküste der USA. Hier liegt, umgeben von Wolkenkratzern, das College of Physicians mit dem Mütter Museum, das eine der bedeutendsten historischen medizinischen Sammlungen der USA beherbergt. Inmitten bizarrer medizinischer Präparate ist Paläogenetiker Hendrik Poyner hier auf einmalige Spuren gestoßen, die zeigen, wie stark der Ausbruch des Tambora auch Jahrzehnte später noch Geschichte geschrieben hat. Das Besondere dieser Sammlung? Viele Präparate stammen aus einer Zeit, als Gewebe und Organe noch in Alkohol und nicht in Formalin konserviert wurden. So haben sich darin Reste von Krankheitserregern erhalten, die sonst zerstört worden wären. Teil der Sammlung sind auch einige Darmstücke von Choleraopfern. Sie stammen von einer Choleraepidemie, die 1849 Philadelphia heimsuchte und mehr als 1000 Opfer forderte. Cholera betrifft ausschließlich den Darmtrakt. Man kann den Erreger also nicht aus Knochen Verstorbener isolieren. Deshalb ist es unmöglich, die Geschichte der Cholera mithilfe von Proben aus einer gewöhnlichen Cholera-Bestattung zu erforschen, wie es sie auf der ganzen Welt gibt. Hier wurde deshalb für uns ein Traum wahr, weil wir aus diesen Präparaten winzige Stücke des Erbgutes isolieren und die Evolution des Erregers rekonstruieren konnten. Das Überraschende? Die Analyse des Erbgutes dieser Cholera-Bakterien zeigt eine direkte Verbindung zu jenen Cholera-Epidemien, über die James Jameson 1816 aus Bengalen berichtet hatte. Es wurde deutlich, dass dieser Erregerstamm seinen Ursprung im Golf von Bengalen hatte und sich dann, wie wir heute wissen, durch Händler, Reisende und Schiffe in Teile Europas, die neue Welt, fast über den gesamten Globus ausbreitete und festsetzte. Cholera wurde von einer lokal begrenzten Epidemie auf dem indischen Subkontinent zu einer weltweiten Pandemie. Soldaten, Kaufleute und Pilger verbreiteten die Cholera zunächst in Südostasien. Dann gelangte sie auf die Philippinen, nach Japan und China.
Schließlich breitete sie sich auf dem Land- und Seeweg westwärts nach Persien und von dort nach Russland aus. In den frühen 1830er Jahren erreichte sie Mitteleuropa und schließlich über England auf dem Seeweg auch Nord- und Südamerika. Cholera war nach dem Ausbruch des Tambora erstmals zum globalen Killer geworden, dem Millionen von Menschen zum Opfer fielen. Besonders schlimm wütete die Cholera in London, mit 5 Millionen Einwohnern, damals die größte Stadt der Welt. Poster warnten vor der todbringenden Seuche. Ihr Nährboden waren Arbeiterslums, oft erbaut auf ehemaligem Sumpfgebiet in der Nähe der Themse. Dort herrschten Armut und katastrophale hygienische Verhältnisse. Während mehrerer Epidemien ab 1832 starben in London mehr als 30.000 Menschen. Wenn man mit einem Problem wie der Cholera konfrontiert ist, müssen alle zusammenarbeiten. Doch dazu kam es in London erst während des sogenannten großen Gestanks. Die Themse war durch Abwässer so stark verschmutzt, dass ihr unerträglicher Geruch buchstäblich ins Parlamentsgebäude zog. Die Politiker mussten im eigenen Interesse etwas unternehmen und unterstützten die Gründung des London Metropolitan Boards. Dieser Verband baute schließlich große Sammelabwasserkanäle, um die Themse zu entlasten und die Cholera zu bekämpfen. Eine flächendeckende und zusammenhängende Kanalisation erwies sich als Schlüssel im Kampf gegen die Cholera. Ein Großteil der Abwässer floss nun durch das Kanalnetz aus der Stadt heraus und erst weiter östlich in die Themse. Mit solchen Maßnahmen wurde die Cholera schließlich in vielen Teilen der Welt besiegt. Ausgerottet ist sie aber bis heute nicht. Cholera will essentially always be with us. Die Cholera wird uns immer begleiten. Man kann sie nicht ausrotten, weil sie genetisch variabel ist und sich immer wieder an neue Lebensräume anpasst. Was im 21. Jahrhundert zudem immer klarer wird, ist, dass die Anfälligkeit der Menschen für Cholera auch von der Entwicklung des Klimas abhängt. Is framed by, driven by climatic conditions and climatic change. In Indonesien ist Ralf Gertesser auf dem Weg zur Ausgrabungsstätte der Archäologen. Er ist gespannt, was sie bisher gefunden haben. Die Ausgrabungen sind fortgeschritten und bringen neue Funde ans Licht. Das Team um Sonny Vibisono hat ein weiteres Gebäude freigelegt. Die Archäologen erkennen aus den Überresten, dass das Gebäude auf Stelzen gebaut war und die Wände mit Palmengeflecht verziert waren. Auf der Rückseite befand sich die Küche, erkennbar durch die vielen Steine, die die Feuerstelle markieren. Doch neben der Feuerstelle möchte der Chefarchäologe Gertesser etwas anderes zeigen, das ihn überrascht hat. Es handelt sich um ein Todesopfer. Es ist erst das fünfte Skelett, das bisher gefunden wurde. Das Sonderbare? Diese Knochen sind weniger verkohlt als bei den bisherigen Funden. Verwirrend ist auch, dass sich nicht mehr Opfer im Haus befinden, obwohl es von einer Großfamilie bewohnt worden war. Es könnte sein, dass die Menschen, die hier gewohnt haben, im Vorfeld geflüchtet sind. Möglicherweise sind einige am 5. April während der ersten Eruptionsphase geflohen. Das könnte bedeuten, dass nur noch wenige Bewohner vor Ort waren und wäre eine Erklärung, warum wir hier bisher nur sehr wenige Opfer gefunden haben. Nach und nach gelingt es den Wissenschaftlern, ein genaues Bild von dem Vulkanausbruch zu bekommen. Tambora ist damals ein riesiger Berg. Etwa 4200 Meter ragt er in den Himmel. Darunter, etwa 1000 Meter unter dem Meeresspiegel, befindet sich eine prall gefüllte Magmakammer. Kleinere Erdstöße führen am 5. April 1815 zu einer ersten Entladung. Zunächst unterschätzen die Menschen die Gefahr. Es fällt zwar Asche auf ihr Dorf, aber sie fliehen nicht. Doch 5 Tage später spitzt sich die Situation dramatisch zu. Am Höhepunkt der Eruption von 1815, am 10. April, gab es eine enorme Explosion.
Bis zu 50 Kubikkilometer Asche und Gestein werden aus dem Vulkanschlot geschleudert. Die Eruptionssäule steigt auf eine Höhe von 43 Kilometern. Die Erde bebt, der Vulkan grollt. Keiner weiß, was das zu bedeuten hat. Die Menschen haben nur noch wenige Stunden zu leben. Etwa 2 bis 3 Stunden kollabierte die Eruptionssäule komplett und floss entlang der Flanken des Vulkans die Abhänge hinunter als sogenannte pyroklastische Ströme, 400 bis 500 Grad heiß. Es sind schnelle Ströme zwischen 100 und 200 Kilometer pro Stunde und diese Ströme zerstören alles in ihrem Weg und dieses Phänomen verursachte die mehr als 10.000 direkten Todesopfer während der Eruption. Spuren der Tambora-Katastrophe sind bis heute auch in Grönland erhalten. Die Gletscher der Polarinsel haben sie wie ein Archiv der Klimageschichte bewahrt. In den Jahren nach dem Ausbruch sanken die Aerosole auf der Stratosphäre langsam herab. Schneeflocken kristallisierten an den Partikeln und transportierten sie auf die grönländische Eiskappe, in der sie eingeschlossen wurden. Mit Bohrern dringen die Forscher von einem Camp auf dem Eis in die Tiefen des Gletschers vor. Knochenarbeit im Dienste der Klimaforschung, die nur wenige Wochen im Jahr möglich ist. Die Ausbeute? Eiskerne, die eine lückenlose Rekonstruktion des Klimas der Vergangenheit ermöglichen. Bis auf das Jahr genau. Das Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven. Forscher aus aller Welt kommen in dieses Speziallabor, um bei minus 20 Grad Eisproben aus den Polarregionen der Erde zu untersuchen. Bevor das Eis seine Informationen preisgibt, müssen die Forscher die Kerne zersägen, polieren und die Kristallstruktur analysieren. Durch die Messung der Leitfähigkeit des Eiskerns können die Wissenschaftler ein klares Signal der 1815-Eruption orten. Es lässt den Schluss zu, ein solcher Vulkanausbruch würde in der heutigen Zeit zu massiven Einbrüchen in der Weltwirtschaft führen. Der Ausbruch des Tambora hat die Menschheit stark getroffen, vor allem in Europa. Wenn etwas Vergleichbares noch einmal passiert, wie werden wir reagieren? Stellen wir uns vor, dass solch eine Menge Aerosole und Staub in die Atmosphäre gelangt und sich 2 Jahre lang um die Erde verteilt. Dann würden wir wohl 2 Jahre keinen Flugverkehr haben können. Welche Folgen hätte das für unsere Gesellschaft? Es ist also sehr wichtig, das genaue Ausmaß und die Häufigkeit solcher Ausbrüche zu kennen. Und diese Informationen bekommen wir nur aus Eiskernen. Diese Eiskerne stammen sogar aus einer noch abgelegeneren Region als Grönland, dem Innern der Antarktis. Selbst hier entdecken die Forscher den Fingerabdruck des Tambora. Die Eiskerne haben für die Rekonstruktion von Vulkanausbrüchen auch deshalb große Bedeutung, weil sie große Zeiträume abdecken. Wenn wir zurückblicken und untersuchen, wie oft es zu Ausbrüchen von der Größe des Tambora gekommen ist, stellen wir fest, in den vergangenen 200 Jahren war die Tambora-Eruption die größte. Auch der Kuwait-Ausbruch von 1458 war gewaltig. Und in den 1250er Jahren sehen wir ebenfalls einige große Eruptionen. Und wenn man noch weiter zurückblickt, stößt man immer wieder auf solche Ereignisse. Große Ausbrüche mit weltweiten Folgen sind also weitaus häufiger als bisher geglaubt. Die Menschheit hat wohl mehrere solche Krisen erlebt. Und die des Tambora wird nicht die letzte sein. In Süddeutschland haben der plötzliche Klimawandel und die daraus folgende Hungersnot eine erste Auswanderungswelle zur Folge. In Ulm fahren Hunderte von Emigranten mit einfachen Holzruderbooten, den sogenannten Ulmer Schachteln, die Donau flussabwärts.
Sie folgen der Einladung des russischen Zaren, der den Ausreisewilligen Land und die russische Staatsbürgerschaft versprochen hat. Über 8000 Menschen beginnen so ein neues Leben in Russland und haben Glück. Das Donaudelta und die Schwarzmeerküste gehören zu den wenigen Regionen der Welt, die nicht von Wetterkapriolen betroffen sind. Viele Menschen suchen ihr Glück auch auf der anderen Seite des Atlantiks, in den Vereinigten Staaten. Doch auf die meisten wartet dort nur die nächste Katastrophe. Vor allem die Ostküste der jungen Nation hat nach dem Ausbruch des Tambora mit Wetterturbulenzen zu kämpfen. Das belegen sogar Thomas Jeffersons Aufzeichnungen zu Ernteerträgen, wie Gillan Darcy Wood herausgefunden hat. Seit vielen Jahren betreibt der ehemalige US-Präsident und Vater der Unabhängigkeitserklärung in Virginia seine Plantage Monticello. Im vergleichsweise milden Klima der Region hat sie bislang viel Gewinn abgeworfen. Eine trügerische Idylle. Ab 1816 vernichten Dürre, Kälte und Unwetter immer wieder Teile seiner Ernte. In die amerikanische Geschichte geht 1816 als eines der kältesten Jahre in die Geschichte ein. In der Hoffnung auf besseres Wetter nimmt Jefferson immer wieder neue Kredite auf und geht schließlich bankrott. Die ganze Ostküste der USA ist von dieser Wetterkatastrophe betroffen, mit einschneidenden Folgen. Nach 1816 erlebten die USA eine tiefgreifende demografische Umwälzung. Wirtschaftsflüchtlinge aus Neuengland und von der Atlantikküste gaben ihre Bauernhöfe und Dörfer auf und zogen in Massen westwärts. Es ist die erste große Westwanderung in der Geschichte der USA. Unter den schwersten Folgen hatte jedoch Indonesien zu leiden. Noch in 500 Kilometer Entfernung vom Vulkan hatte die Asche alles unter sich begraben. Die Lebensgrundlage für die Landbevölkerung war für Jahrzehnte zerstört. Die Menschen, die den Glut- und Aschewolken entkommen waren, hatten nun den Hunger als Feind. Und er war erbarmungslos. Schätzungen zufolge sind über 100.000 Menschen an den indirekten Folgen des Ausbruchs in Indonesien gestorben. Mehrere Volksgruppen wurden so auf der Insel ausgelöscht. Auch der Fischfang konnte die Nahrungsmittelknappheit nicht ausgleichen, denn die Vulkanasche hatte auch das Ökosystem im Meer komplett aus dem Gleichgewicht gebracht. Die Folge? Die Küsten waren vergiftet, die Fische starben. Auf Sumbawa hat die Natur seither die Insel zurückerobert. Bis zum Gipfel des Tambora wachsen heute wieder Bäume. Menschen haben sich längst wieder zu Füßen des Berges angesiedelt. Doch im Hintergrund lauert der schlafende Riese. Vulkanologen sind sich sicher, dass er wieder ausbrechen wird. Doch wann und mit welcher Intensität, weiß niemand. Das Problem ist, dass Tambora ein Vulkan ist, über den wir eigentlich relativ wenig Bescheid wissen. Wir wissen recht gut Bescheid über die Eruption von 1815. Wir wissen eigentlich sehr wenig über die älteren Eruptionen des Vulkans. Es ist sehr schwer vorauszusagen, wie lange so ein Vulkan braucht, um so eine große Eruption zu produzieren wie im Jahre 1815. Die Folgen der Eruption spitzen sich in Europa immer weiter zu. Täglich erliegen Menschen eigentlich harmlosen Infektionskrankheiten. Im Totenbuch steht, sie sterben an Auszehrung. Fortunat Fowler, ein Pfarrer aus Sigmaringen, sieht verzweifelt zu, wie seine Gemeinde leidet, hungert und stirbt. Fast ohnmächtig versucht er, den Menschen Hoffnung zu predigen. Ohne Erfolg. Mit seiner Cousine sucht er nach einer Lösung. Vielleicht könnte der Wald nahrhafte Kräuter, Wurzeln oder Früchte liefern. Als Alternative zu wahnwitzig teurem Brot aus reinem Getreide. Sie beginnen zu experimentieren. Doch fast alle Versuche scheitern.
Man hat natürlich versucht, Brot zu strecken, dass man einfach Zutaten in das Brot mit reinmischte, die überhaupt nicht nahrhaft waren, die null Nährwert hatten, wie Sägespäne, oder man hat Gräser und andere Dinge gesammelt, die einfach das Gefühl vermittelt haben, der Magen ist voll, es ist ein Gefühl von Sättigung und das ist schon mal was wert. Im Ulmer Museum für Brotkultur finden sich Schriften, die belegen, dass mehrere Zeitzeugen parallel nach neuen Rezepturen gesucht haben. Als Fortunat Fowler und seine Cousine beginnen, Kartoffeln in den Teig zu kneten, markiert das den Wendepunkt bei ihren Experimenten. Rückblickend war das Kartoffelbrot in Süddeutschland die vielleicht wichtigste kulinarische Erfindung im 19. Jahrhundert. Der Erfolg des Kartoffelbrotes lag auch daran, dass die Kartoffelernte im Gegensatz zur Getreideernte keinen Totalausfall erlitten hatte. Ein Kartoffelbrot konnte ein Bäcker damals wesentlich günstiger anbieten als ein vergleichbar nahrhaftes Mehlbrot. Auch König Wilhelm I. von Württemberg wollte das Leid seiner Untertanen mildern, vervielfältigte das Rezept und verteilte es unter das Volk. König Wilhelm verstand so eine Symbolpolitik sehr gut. Also er hat Armenspeisungen eingerichtet und andere soziale Maßnahmen ergriffen und damit eine Stimmung erzeugt, die erstmal ihm gegenüber sehr positiv war und die der Bevölkerung auch vermittelt hat. Die Politik ist tatsächlich da und ist an der Seite der kleinen Leute und wir können darauf vertrauen, dass die Regierung auch die richtigen Maßnahmen ergreift. In Frankreich hingegen führt die Hungersnot in manchen Regionen zu Ausschreitungen. Die Französische Revolution haben viele der Aufständischen noch miterlebt und so versuchen sie, mit altbewährten Mitteln Nahrungsmittel an sich zu bringen. Opfer sind in diesem Fall allerdings nicht die politischen Eliten, sondern meist Händler und Kaufleute. Je länger die Hungersnot dauerte, umso politisch brisanter wurde das Thema der Ernteausfälle auch in England, wie Zeitungsberichte zeigen. Die größte Bedrohung ist nicht das Wetter selbst, sondern der Ernteausfall. Auch die Berichterstattung darüber heizt sich immer mehr auf. 1816 unterdrückt die Regierung von Lord Liverpool in London sogar die übliche Veröffentlichung der Ernteerträge, weil sie nicht will, dass diese Informationen weit verbreitet werden und in einer Panik münden. Eine Maßnahme, die der Not entgegenwirken sollte, war der Bau des Regent's Canal in Nordlondon. Er wurde in den Jahren 1816 bis 1819 fertiggestellt, um den vielen Arbeitslosen und hungernden Armen ein Auskommen zu geben. Dahinter steht die Idee, die landwirtschaftlichen Produktionsstätten besser an die Städte anzubinden, um in zukünftigen Notsituationen Versorgungsengpässe zu vermeiden. Vor dem Ausbruch des Tambora fühlten sich die Regierungen für solche Dinge nicht verantwortlich. Es ist also der Beginn einer neuen Zeit, in der Regierungen vorausschauend handeln und sich für die Verbesserung der Lebensverhältnisse der Bevölkerung, der Infrastruktur und Nothilfe einsetzen. Dennoch wuchsen erst einmal die Spannungen in der Bevölkerung. Der Grund? Trotz der Krise weigerten sich die Politiker im House of Parliament, ein umstrittenes Gesetz zurückzunehmen, das Getreide stark besteuerte und die Preise hochhielt, die Corn Bill. Schließlich gerät die Lage außer Kontrolle und es kommt zu massiven Ausschreitungen in London und in anderen Metropolen Englands. Höhepunkt ist das Peterloo Massacre in Manchester.
Mit Schwertern und Macheten bewaffnete Gardisten gehen auf eine Menge unbewaffneter Männer, Frauen und Kinder los. Es gibt Dutzende Tote. Eines der berüchtigtsten Beispiele für staatliche Gewalt gegenüber der britischen Bevölkerung in den Jahren nach Waterloo. Das Massaker von Peterloo gibt aber auch fortschrittlichen, reformfreudigen Kräften in Großbritannien einen Schub. Es offenbart Korruption und Gewalttätigkeit der herrschenden Klassen und führt schließlich nach einer Wahlrechtsreform 1832 zu einer liberaleren und sozialeren Regierung. Der Ausbruch des Tambora vor 200 Jahren. Er war fast in Vergessenheit geraten. Doch heute entschlüsseln Wissenschaftler, wie er Geschichte schrieb. In den Jahren nach der Eruption durchlebte die Welt eine schwere Krise. Doch aus Not, Ausschreitungen und Krankheiten erwuchsen auch viele Errungenschaften. Die Angst vor Cholera trieb die Eliten an, ein Abwassersystem in den Großstädten zu installieren. Ohne eine funktionierende Kanalisation gäbe es heute keine modernen Megacities. Der plötzliche Klimawandel hat die ersten Auswanderungswellen des 19. Jahrhunderts ausgelöst und die Expansion der Vereinigten Staaten gen Westen beschleunigt. In Europa hat die Furcht vor den hungernden Massen wichtige politische Reformen auf den Weg gebracht. Sie hat die Herausbildung des Sozialstaates vorangetrieben. All diese Entwicklungen haben eine direkte Verbindung zum Vulkan, der die Welt veränderte.